Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und so wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Parties in Quest-Kisten aufmachen und zwar habe ich hier einmal die geborgene Truhe mit Vorräten. Wir möchten insgesamt 20 aufmachen. Ich habe schon ein bisschen mehr tatsächlich gefarmt. Tun wir mal hier 4 noch aussondern. Und ja, beim Priester ist es relativ dankbar, hatte ich eben schon kurz erwähnt gehabt im Stream. Hier ist es nämlich so, dass man in jedem Spec dieselben Items rausziehen kann. Nicht wie es letzte Mal beim Monk, da hat man ja quasi andere Waffen im DD, Tank und Heilspec und je nachdem muss man dementsprechend die Spezialisierung umschalten, sonst kriegt man halt die falschen Sachen raus. Und beim Priester ist dem nicht so, da müsste man eigentlich überall alles rauskriegen können. Wobei, jetzt steht hier drin, dass man den Stab nur als Diszi und den Stab nur als Holy kriegt. Wait, what? Okay, vielleicht bin ich doch falsch gewickelt, dann muss ich dementsprechend nochmal umstellen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Normalerweise ist es so bei den Stoffklassen, dass die eigentlich über das gleiche rauskriegen. Aber gut, wir gucken einfach mal. Also, 10 Kisten, 20 Kisten. Erste haben wir eine Taille, die hatte ich schon. Dann habe ich Hände, die brauchte ich noch. Okay, sehr schön. Dann haben wir einen Stab, das ist jetzt einer, den ich schon hatte. Okay, warte mal, da muss ich jetzt hier vielleicht doch umstellen. Ich bin jetzt quasi auf Schatten. Dann hätte ich vielleicht doch switchen sollen. Ein Schmuckstück. Das ist der gleiche Stab. Und nochmal der gleiche Stab. Okay, heißt, da muss ich nachher auf jeden Fall, wenn ich noch weiter queste, öfter mal hin und her stellen. Die sehen auch gleich aus vom Model. Bloß in jeder Spezialisierung kriegst du echt einen anderen. Tatsächlich. Blöd. Blöd, ja, das ist jetzt fünfmal der gleiche Stab. Sechsmal? Siebenmal? Ihr Kopf haben wir? Das ist nochmal der Stab, oder? Das kann ich mir doch nicht erzählen. Wie oft ist der denn jetzt bitte schon drin? Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stäbe habe ich jetzt rausgekriegt. 10. Ein Ring. Ein Hals. Beine. Holy moly, war das. Also, das war eine richtig beschissene Ausbeute. Und noch die Schultern. Ja, gut, jetzt fehlen mir noch 4 Items. Heißt, ich muss jetzt nachher dran denken, dass ich ein paar Quests als Diszi mache und ein paar Quests als Holy, ne? Dass ich die restlichen Sachen noch bekomme. Ich bin hier mit meinem Vierer-Squad unterwegs für alle 3 Rüstungsklassen. Und ja, gut, aus den Fehlern lernt man auf jeden Fall. 4 Kisten haben wir schon mal. Die sind jetzt aber leider Shadow gemarkt, weil ich da anscheinend nicht genau geguckt hatte. Und ja, ich melde mich dann wieder, sobald ich wieder 20 Kisten zusammen habe. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.